Immer wieder finden Forschungsteams weltweit Hinweise darauf, dass Gänseblümchen auf der Wiese oder die Küchenkräuter in eurer Küche mehr können, als einfach nur grün zu sein und zu wachsen. Es scheint manchmal so, als hätten sie eine Art Seelenleben. Es gibt einige Expertinnen und Experten, die überzeugt davon sind, dass Pflanzen Gefühle haben und ein Gedächtnis. Ihr habt euch dieses Thema, dieses hochspannende Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zum Thema. Können sich Pflanzen totstellen oder freuen sie sich über frisches Wasser? Und was hat das all das mit dem Lügendetektor des amerikanischen Geheimdienstes zu tun? Jetzt den Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Erst vor kurzem haben wir hier über die Theorie des sogenannten Wood Wide Web berichtet, das Internet des Waldes. Denn mittlerweile steht fest, Bäume kommunizieren nicht nur über Duftbotschaften, sondern auch über Pilze. Konkret handelt es sich um sogenannte Mykorrhiza, weiße Pilzfäden, die tatsächlich mit dem Feinwurzelsystem der Bäume Kontakt aufnehmen und Botschaften an andere Pflanzen, Sträucher und Bäume übermitteln. Konkret transportieren sie Wasser, Kohlenstoff und Nährstoffe zwischen den Bäumen hin und her, und zwar ganz individuell abgestimmt auf die verschiedenen Bedürfnisse. Dazu der Zellbiologe František Baluska von der Universität Bonn. Bäume haben ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Fähigkeiten, mit Problemen umzugehen. Schon sehr früh hatte der Amerikaner Clive Baxter die Idee von solchen Fähigkeiten der Pflanzen. Er hatte in den frühen 50er Jahren für den amerikanischen Geheimdienst eine Lügendetektorschule gegründet. Mittlerweile gilt er als Vater der Pflanzenkommunikation. Aber wie passt das zusammen? Ganz einfach. In einer Winternacht im Jahr 1966 kam Clive Baxter auf die Idee, sein neues Lügendetektorverfahren auch an seiner Büropflanze zu testen. Wie reagiert der Drachenbaum wohl? Was zeigt der Schreiber des Lügendetektors, wenn man der Pflanze Wasser gibt? Baxter erwartete eine Kurve, die einen kleineren elektrischen Widerstand anzeigt, denn die Pflanze sollte eine bessere Leitfähigkeit haben, wenn sie gerade frisch gegossen wurde. Dazu Baxter: Ich weiß nicht mehr wieso, aber aus irgendeinem Grund wollte ich wissen, wie lange wohl das Wasser brauchen würde, um aus dem Wurzelbereich bis ganz nach oben in die Spitzen der Blätter zu gelangen. Doch die Kurve, die ihm dann angezeigt wurde, ließ ihm den Atem stocken. Es war genau die typische Kurve, die das Gerät anzeigte, wenn Menschen positiv erregt worden waren. Die Pflanze freute sich also über das Wasser. Baxter verbrachte die ganze Nacht bei seinem Drachenbaum. In einem nächsten Test wollte er die Pflanze bedrohen, also dachte er daran, ein Blatt anzubrennen. Baxter zufolge reagierte die Pflanze bereits in diesem Moment äußerst krass, also bereits in der Sekunde, als er nur daran dachte, die Pflanze zu verletzen. Hatte die Pflanze es also bemerkt, dass man sie in Gedanken bedrohte? Clive Baxter ging also los, um Streichhölzer zu holen. Wieder zeigte der Lügendetektor eine Angstkurve. Einen schwächeren Ausschlag folgte dann, als Baxter ein Blatt anfackelte. Doch der Amerikaner bekam es nicht übers Herz, seine Pflanze zu verbrennen, und so tat er in den darauffolgenden Versuchen nur noch so, als wolle er den Drachenbaum verletzen. Die Pflanze reagierte gar nicht. War der Drachenbaum also tatsächlich in der Lage zu verstehen, wann er ernsthaft in Gefahr ist und wann die Bedrohung nur ein Testlauf ist? Die Aufzeichnung des Lügendetektors von den Reaktionen des Drachenbaums schmückten kurze Zeit später Baxters Wand. Und der CIA-Mitarbeiter ging noch weiter, denn er wollte testen, ob seine Pflanze auch die Gedanken und Gefühle anderer Lebewesen lesen kann. Dazu ließ er lebende Shrimps in kochendes Wasser werfen und, ja, der Baum hatte Mitleid. Zudem fand er heraus, dass die Hühnereier Schmerz empfinden, wenn sie gekocht werden, und Salatblätter in Todesstarre fallen, kurz bevor sie gegessen werden. Und auch heute noch gibt es einige Forschungsteams, die sich Baxter zumindest in Teilen anschließen. Es ist also keine wissenschaftlich bestätigte Lehrmeinung, also ganz wichtig. Aber laut diesen Forschungsteams haben Pflanzen Gefühle, können sich erinnern und optische und akustische Eindrücke wahrnehmen. Und auch Menschen aus buddhistischen Ländern sind auf Baxters Seite. Doch nicht nur die CIA kritisierte Baxter für seine Experimente, auch die meisten Forschungsteams weltweit sehen seine Ergebnisse nicht. Und tatsächlich, bisher konnten Baxters Ergebnisse nicht wirklich in Experimenten reproduziert werden. Wenn ihr als erstes Neues über das geheime Leben der Pflanzen und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks und mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und so mitbestimmen, was hier auf Klicksum läuft. Und es gibt auch ein kleines Goodie am Anfang. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken mit Können Pflanzen denken? Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.